Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen. Das ist ein Vers von Gottfried Benn. Er hat gestern seinen 70. Geburtstag gefeiert, hier in Berlin. Herr Dr. Benn, mit Berlin verbindet Sie vieles. Und Sie sind schon lange hier, aber geboren wurden Sie woanders? Ja, ich bin seit 1904 in Berlin ansässig und bin immer hier gewesen, mit Ausnahme der Kriegszeiten. Ich war ja in beiden Weltkriegen mit. Geboren bin ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Wittenberge bei Hamburg. Dorf von 200 Einwohnern. Aber Berlin ist natürlich die Stadt, die mich geprägt hat und in der ich gelernt habe und was geworden bin. Ich habe Berlin ja noch in den glanzvollen Zeiten erlebt, bis 1933, als es im Begriff war, als Zentrale des geistigen Europas neben Paris zu treten. Wunderbare Jahre, eine Fülle von Talenten hier in Berlin, Theater, Musik, auch Literatur, das einzigartig war und die Ausländer strömten hierher. Wenn man es heute ansieht, ist es natürlich schmerzlich, dass alles nicht mehr da ist. Sie haben 1928 einen Essay geschrieben, Herr Dr. Benn, mit dem Titel Saison. Und darin heißt es, Berlin halb Chicago, halb Paris, korrupt und faszinierend. Nun, heute, das deuteten Sie eben schon an, sind wir in Berlin hier ein bisschen nach der Saison. Und Sie haben noch beides erlebt, die Saison selbst und nun das heutige und die schlimmste Zeit dazwischen. Sie haben sich aber auch nach dem Kriege einige Male von Berlin aus über dieses Thema geäußert, über die Frage, ob Berlin noch ein geistiges Zentrum ist oder wieder werden könnte. Ja, Herr Koch, bei den letzten Berliner Festspielwochen, da war ja ein Roundtable-Gespräch, das leitete der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Herr Brandt. Das Thema war Berlin zwischen Ost und West, also die augenblickliche Lage. Da habe ich ja Ausführungen dazu gemacht, in dem Sinne, dass eben heute eigentlich, ich habe den Ausdruck gebraucht, Westdeutschland geht daran kulturell zugrunde, dass es Berlin nicht mehr gibt. Berlin war die große Stadt, in der Kritik geübt wurde, aus der man Impulse hörte und vor der man sich genieren konnte, was jetzt halt alles nicht mehr der Fall ist. Jetzt gibt es überall Provinzmetropolen und jeder brodelt vor sich hin. Und dann erzählte ich ein höchst seltsames Erlebnis, ein trauriges, das ich auf einer Reise hatte. In einem Bad in Westdeutschland saß an meinem Tisch ein blonder junger Herr, ein eleganter Junge. Und der fragte, ach, ich höre, Sie sind aus Berlin. Ja, sagte ich. Sagte, was ist das eigentlich für eine Stadt? Ich sagte, wissen Sie eigentlich, dass Berlin mal die Reichshauptstadt von Deutschland war? Nein, sagte er, keine Ahnung, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das war ein Oberprimaner eines Hamburger Gymnasiums und er wusste nicht mehr, dass wir eine Reichshauptstadt namens Berlin gehabt hatten. Und dann fragte er mich nach Berlin, wie man nach Chardin fragt oder irgendeinem exotischen zugrunde gegangenen Urwald. Das Lebenswerk aus 5 Jahrzehnten schriftstellerischer Arbeit liegt in einigen blauen Leinenbänden vor. Es ist ein ganz besonderes Werk und man hat immer gesagt, dass es ein bisschen schwierig sei und sehr provozierend. Über den Dichter Gottfried Benn sind inzwischen unendlich viele Artikel erschienen. Doktorarbeiten in aller Welt sind über seine Lyrik, seine Prosa, seinen Montagestil gemacht worden und werden noch gemacht werden. Das alles ist entstanden und liegt nun vor Ihnen, hinter Ihnen, Herr Dr. Benn. 1912 war es, als Ihr erster Gedichtband erschien. Haben Sie damals geahnt, was das alles werden würde? Herr Koch, man weiß natürlich nicht, was anfängt, wenn man zu beginnen zu schreiben oder zu dichten. Man weiß nicht, was man anrichtet, möchte ich sagen. Aber 1912 war ja eine große Krise in der ganzen europäischen Welt mit Sprache und Dichtung. Und da möchte ich Ihnen noch was sagen, was ich gelernt habe in meinem Leben. Es gibt zwei Sorten von Schriftstellern. Die einen schreiben furchtbar viel, aber über sie wird wenig geschrieben.
Und dann gibt es welche, die schreiben sehr wenig, aber über diese wird unglaublich viel geschrieben. Und zu diesen Letzteren gehöre merkwürdigerweise ich. Wenn ich mir jetzt ansehe, die Bücher, die erscheinen von sehr, sehr großen Leuten, dann fasse ich mich an den Kopf und sage mir, ist das wirklich von dir eigentlich geschrieben? Ich stoße auf Zitate gelegentlich in Aufsätzen, wo ich vor jedem Gericht beschwören könnte, das ist nicht von mir, diesen Satz kenne ich überhaupt nicht. Es ist ein hochinteressantes Buch erschienen von Professor Martini in Stuttgart, Das Wagnis der Sprache, von Nietzsche bis Bin. Worin dieses Wagnis der Sprache besteht, weiß ich selber gar nicht. Denn wenn Sie am Schluss Ihres Lebens Ihre Tätigkeit überblicken als geistiger Mensch, als produktiver Mensch, glauben Sie, Sie haben auch nichts anderes gemacht, wie sagen wir, ein Zigarettenhändler sein ganzes Leben lang hinter dem Ladentisch Zigaretten verkauft hat. Dichten ist nämlich auch etwas ungeheuer Natürliches. Sonst würde es, glaube ich, gar nicht wirken. Es ist etwas, das mit dem Körper, mit der Gen ein mitgeboren ist. Und das entwickelt man, das entwickelt sich eben bei einem Dichter sprachlich. Also man weiß nicht, was wird. Und wenn jetzt Doktorarbeiten über mich erscheinen, eine Fülle auch im Ausland, die Schweiz und Flandern, kriegte ich kürzlich eins geschickt. So ist, wie gesagt, mir selber, ich lese es eigentlich nicht, ich lese es wie von einem Fremden. Ich weiß nicht mehr, kann ich das auf mich beziehen und auf welchen Teil von mich kann, von mir kann ich es eigentlich beziehen. Unter Expressionismus steht der Dichter Gottfried Benn in der Literaturgeschichte. Und in der Tat ist er ein Mann, der die Ausdruckskunst besonders betont und sein Leben lang entwickelt hat. Expressionist war er vor allem in der Jugend. Später, in der Reifezeit, gibt es andere Töne, auch sehr menschliche. Und was Sie eben sagten, Herr Dr. Benn, leitet schon dazu über, dass Ihre Kunst nicht immer so esoterisch, schwierig, abseitig ist, wie man vielleicht manchmal denkt. Oder finden Sie sich selbst so schwierig und unzugänglich? Sie sagen schwierig, Herr Koch, aber jedes Gedicht von Rank wird schwierig sein. Denken Sie an Mallarmé, an Valéry, an Eliot, an Dylan Thomas. Die Gedichte sind nicht nur schwer, sondern schwierig, sondern sie sind so dunkel, dass man da starrelang drüber nachdenken kann und erfährt doch nichts daraus, selbst wenn man selber Lyriker ist. Wobei ich natürlich die Schwierigkeiten der Übersetzung immer in Rechnung stelle schon. Aber ich will Ihnen sagen, damit hängt auch zusammen, nicht wahr, dass ein Lyriker ganz für sich lebt, in sich drin, in den Worten, zu denen er ja ein ganz anderes Verhältnis hat, wie der Prosaist. Ein Gedicht bekommt ja immer etwas Sphinxhaftes, das sich schwer deuten lässt. Und es entsteht eigentlich nur ganz allein. Darum hat ja auch Rilke wahrscheinlich immer ganz allein gelebt. Damit Sie vielleicht erkennen können, was ich meine, werde ich mir erlauben, jetzt ein Gedicht vorzulesen, dem das ungefähr ausgedrückt ist. Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Immer steht er in der Bilderflut ihrer Zeugung, ihrer Keimnis, selbst die Schatten tragen ihre Glut. Trächtig ist er jeder Schichtung, denkerisch erfüllt und aufgespart. Mächtig ist er der Vernichtung alle Menschlichen, das nährt und paart. Ohne Rührung sieht er, wie die Erde eine andere ward, als ihm begann, nicht mehr stirb und nicht mehr werde. Formstill sieht ihn die Vollendung an.